sich vorstellen, dass Sie da hinunterspringen würden? Springen nicht, nur spucken. Verwandte Seelen, ich tue das auch so gern. Alle Menschen tun es gern, nur die wenigsten haben Zeit dazu. Eigentlich müsste ich hinunterspringen und mir das Leben nehmen. Warum? Schule. Ha, Schule. Da müsste das Wasser aus den Ofen treten vor lauter Schülern, die hineinspringen. Also was ist? Gehen wir heute Abend zu den Piraten? Prima Musik. Ich dachte, Sie wollten sich das Leben nehmen. Ich? Das täte Ihnen so passen. Ich möchte tanzen gehen. Mit Ihnen. Ich mag eigentlich keine Straßenbekanntschaften. Eben, drum müssen wir miteinander tanzen. Trauen Sie mir nicht zu, dass ich tanzen kann? Ich habe neulich einen Preis gemacht mit meiner Tanzfreundin. Ihnen traue ich alles zu. Also wann? Soll ich Sie um 9 abholen? Nein, nein, das ist viel zu spät. Ich muss um 10 zu Hause sein und ich darf auch nicht mit jedem so einfach weglaufen. Meine Eltern wollen wissen, mit wem. Wie heißen Sie denn überhaupt? Manfred. Sie können Ihren Eltern doch sagen, dass wenn die Piraten gehen. Da ist doch gar nicht viel dabei. Oh, da kommt mein Bus. Also wann? Um 8? Ja, Ehrenstraße 7. Also gut, ich pfeife. So. Also sag mal, ein zweiter Mozart wirst du auch nicht. Hast du denn überhaupt kein Gehör? Hör zu. Wieso habe ich kein Gehör? Ich singe im Kirchenchor mit. Seit wann? Ich fange nächstes Jahr an. Da wird sich der liebe Gott aber freuen. Also pass auf. Du pfeifst vor dem Haus und wartest, bis sie kommt. Sie heißt Lilo. Na, Fräulein Lilo für dich natürlich. Und dann sagst du ihr... Mir sei was dazwischen gekommen und ich käme direkt zu den Piraten. Sagen wir, nur um 8:30. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich mich verdrücken soll. Was soll ich bloß Mutti sagen? Na, irgendwas. Für eine Mark fällt dir schon was ein. Gib mir die Mark. Ach, die kann ich dir doch jetzt nicht geben. Ich hab dir doch gesagt, du bekommst sie am Freitag. Vielleicht brauche ich die Mark heute noch. Kann auch nicht überblicken, wie viel mich der Abend kostet. Musst du die denn freihalten? Ist das nicht die, die du vom Bibi hast? Ach komm, lass doch. Die muss ich zurückgeben. Wieso denn zurückgeben? Die hat sie dir doch geschenkt. Ach, das verstehst du nicht. Los, geh jetzt, Avanti. Weißt du noch, wie der Pfiff geht? Sag mal, kannst du nicht mal was anders pfeifen? Du machst mich schon ganz konfus. Was verstehst du schon vom Pfeifen? Du Mutti, ich lauf noch einen Sprung zu Emil rüber. Wieso? Es ist doch schon gleich 8. Eben, ich muss ihm doch seine Lok zurückbringen, die er mir geliehen hat. Warum denn heute noch? Ach Mutti, lass mich halt. Ich hab's ihm doch versprochen. Ich bin auch gleich wieder da. Na also gut, schwör ab. Aber in spätestens 20 Minuten bist du wieder da, verstanden? Verstanden. Mami, was ist denn hier los? Nichts. Ich wollte mir nur die Füße waschen. Und irgendjemand hat wieder die Brause aufgelassen. Füße waschen ist aber ein seltener Einfall von dir. Naja, kalt, das macht wach. Sitz schon den ganzen Tag hier und büffle wie verrückt. Bin schon ganz durchgedreht. Soll ich dir eine Tasse Kaffee machen? Nein, danke, Mutti, wirklich nicht. Der macht mich nur noch nervöser.
Alles okay. Sie wartet auf dich bei den Piraten. Prima. Ich hab dir doch gesagt, du bekommst sie erst am Freitag. Sag mal, kannst du mir das Zeug hier nicht wechseln? Du hast doch sicher einen Schein deiner Sparbüchse. Warum? Wie viel ist es denn? Na, über 10 Mark. Aber ich kann auch nicht mit dem Klimperzeug hier losziehen. Das sieht ja aus, als wenn ich im Klingelbeutel gesammelt hätte. Einen Schein habe ich nicht. Geld ist Geld. Jetzt hast du ja doch die Krawatte von Bibi um. Ach, die gebe ich morgen zurück. Los, geh auf Vorpost und guck nach, ob alles in Ordnung ist. Na? Die Luft ist rein. Thomas ist gerade zurückgekommen. Gib mir wenigstens 50. Erpresser! Hier, probier mal. Schmeckt gut in Senfsoße. Mm, aber nur, wenn du es selber gemacht hast. Das Zeug in Büchsen mag ich nicht. Ja, ich habe es schon selbst gemacht. Magst du Bier? Ah ja, bitte gern. Aber nur ein halbes Glas, sonst werde ich zu müde. Wenn ich gewusst hätte, dass du so zeitig nach Hause kommst, hätten wir doch mit dem Essen auf dich gewartet. Mm. Das schmeckt ja ausgezeichnet. Wie machst du das bloß? Also, wenn ich mal heirate, muss meine Frau erst bei dir kochen lernen. Da wirst du dich nicht sehr einschmeicheln. Frauen hören sowas nicht gern. Gibt's hier noch was zu erben? Du lass das, ich mag's nicht. Was habt ihr da vorhin gesagt? Was hören Frauen nicht gern? Wenn man mit den Pfoten ins Essen fasst, hast du nicht überhaupt noch Schulaufgaben zu machen? Alles längst erledigt. Bei mir leider nicht. Ach, Mama, könntest du mich noch ein bisschen abhören? Oder wart, Manny kann das auch machen. Nein, nein, lass ihn nur, stör ihn nicht. Der büffelt heute wirklich wie ein Wahnsinniger. Ich mag ihr Haar. Und ich ihre Krawatte. Ach, die, solche habe ich viele. Ein Geschenk von einer Freundin. Geschmack hat die, ehrlich. Hatte. Wieso hatte? Aus, vergessen, weggewischt aus meinem Leben. Wie alt sind Sie eigentlich, Manfred? Ich werde 18. In wie vielen Jahren? Manny! Wo ist denn Manny? Manny? Hm. Der lernt. Ach wo, der hat sich in nichts aufgelöst. Interessieren würde mich nur, wo dieses Nichts sich wieder rumtreibt. Was tun Sie, wenn es schief geht in der Schule? Ach, bei mir geht nichts schief. Ich winde mich schon durch, das kann ich prima. Mögen Sie noch was? Mit Ihnen tanzen. Okay. Zerbrich dir doch nicht den Kopf über ihn. Hier alles durcheinandergewühlt und mein bestes Hemd fehlt. Er hat sich fein gemacht und wird mit Bibi weggegangen sein. Ausgeschlossen, mit Bibi nicht. Mit der ist es wieder mal aus.
Ach, ich mache mir wirklich ernstliche Sorgen um ihn. In der Schule klappt es nicht. Ich weiß gar nicht. Aber in der Schule hat es doch noch nie bei Manny geklappt, Mama. Er ist mir heute den ganzen Abend so deprimiert vorgekommen. Er wird doch keine Dummheiten machen. Es kommt ganz drauf an, was du unter Dummheiten verstehst. Aber hat ihn dein Paulchen nicht gesehen? Unser Hausspion? Ach, das Paulchen. Spioniert mal wieder. Was ist denn los? Weißt du, wo Manny ist? Hast du ihn weggehen sehen? Ich war doch eben selbst weg und hab Emil die Lok zurückgebracht. Warum hast du mir denn meine Lok nicht zurückgebracht? Du hast es doch versprochen. Hier, tschüss. Da ist was verbogen. Das war schon. Nein, bestimmt nicht. Übrigens, dass sich deine Mutter so spät nur auf die Straße lässt, ist ja unerhört. Hau ab. Paulchen, komm doch mal her. Also raus mit der Sprache. Wo warst du vorhin? Ich war doch gleich wieder da. Mama hat dich nicht gefragt, wie lange du weg warst, sondern wo du warst. Ich hab was erledigen müssen. Was denn? Nun komm, nun lass dir die Würmer nicht einzeln aus der Nase ziehen. Also gut, das mit dem Emil und der Lok war Schwindel. Aber jetzt habe wenigstens den Mut und sage, wo du warst. Das kann ich nicht. Warum kannst du nicht? Ich sag das nicht. Wie viel hat er dir dafür gegeben, der Manny? Also wo ist der Manny? Du machst dich so spannend. In den Piraten, mit einer. Mit einer was? Na, mit einer eben, ein Mädchen. Mein Bruder Thomas. Guten Abend. Ich glaube, wir gehen erst mal raus hier. Mama ist ziemlich geladen auf dich. Du sollst sofort nach Hause kommen. Wo sitzt du überhaupt? Ach, da. Und dann gehen wir hin. Woher weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Paulchen hat mich verpfiffen, was? Na, der kann sich auch was gefasst machen, wenn ich nach Hause komme. Also, was ist jetzt? Tut mir leid, aber ich muss ihn heimbefördern. Strikter Befehl unserer Mutter. Und wir haben sie weiß gemacht, sie brauchen nicht zu fragen, wenn sie ausgehen wollen. Das ist doch nur mit der blöden Schule. Da soll man sich die ganze Nacht um die Ohren schlagen und nichts als büffeln. Also gut, dann gehen wir eben. Aber das kommt doch gar nicht in Frage. Ich lade sie natürlich ein. Ach was. Darum handelt es sich doch gar nicht. Es tut mir nur leid, dass sie... Ich meine, wenn sie Lust haben, dann leiste ich ihnen gern noch etwas Gesellschaft und bringe sie nachher nach Hause. Also daher pfeift der Wind. Daher pfeift er gar nicht. Aber man kann schließlich nicht jemanden einladen und dann einfach sitzen lassen. Paulchen kann sich freuen. Wiedersehen. Ciao. Was möchten Sie trinken, bitte? Trinken? Ein Bier, bitte. Aber ein kleines, ja? Ja, bitte. Ziemlich laut hier, nicht? Was mich am meisten bekümmert, ist, dass du so wenig Vertrauen zu mir hast. Du hättest doch zu mir kommen können und sagen, dass du noch weggehen willst. Sagen hätte ich es schon können. Aber du hättest mich ja nicht fortgelassen. Du beschummelst dich schon wieder. Und ewig Paulchen mit in eure Schwindeleien hineinziehen. Da denkt man, man hat erwachsene, vernünftige Söhne und dabei benehmt ihr euch wie die Wickelkinder. Das sind doch Freilichtsmanschettenknöpfe. Du tu die mal schleunigst zurück. Und in Thomas' Fach sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ach, der soll nicht so pingelig sein. Dieses Getue immer mit seinen Sachen. Ja, Mutti, du weißt das nicht. Du musst nicht mit ihm in einem Zimmer leben. Na, mit dir möchte ich aber auch nicht unbedingt in einem Zimmer leben. Und Thomas hast du so einfach mir nichts, dir nichts dort gelassen. Ja, was bist denn du für ein Mann? Ach, gar nicht mir nichts, dir nichts. Der soll mal sehen, wie er aus dem Schlamassel herauskommt. Ich wette, der hat nicht mehr als eine Mark bei sich. Bitte geh jetzt in dein Zimmer. Und ich rate dir gut, deine Nase noch in die Schulbücher zu stecken. Freddy. Freddy! Guten Abend allerseits. Freddy,
Fahr bitte gleich noch einmal weg. Du kennst doch dieses Bumslokal Pirat. Das ist kein Bumslokal, das ist stinkseriös. Jetzt spreche ich. Pass auf, Manny hat da irgendein Mädchen auf der Straße aufgegabelt. Ach, was heißt hier aufgegabelt? Du bist ungerecht, Mutti. Nur weil dir deine Passion nicht aufgeht. Also, die Sache ist nämlich gar nicht so tragisch. Ich war mit jemand an den Piraten. Die Mutti hat mir natürlich den Thomas nachgejagt. Und jetzt ist Thomas... derjenige, den ich wiederum zurückholen soll. Genau so. Also gut, ich fahre hin, aber passen tut's mir gar nicht. Ich habe nämlich meine eigenen Sorgen. Ich habe meinen Kopf ganz schön voll mit Blumendünger. Das ist allerdings unangenehm. Mach keine blöden Witze. Übermorgen früh müssen meine Fotos über Blumendünger in der Werbeagentur sein. Und ich habe noch keine Idee dazu, aber auch noch nicht eine entfernte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was machst du denn hier? Ich soll dich holen. Mama ist ganz Mensch, schön wissen. Freddy! Lilo! Schön, dass du da bist. Jetzt wird aber geschlafen. Schluss, basta! Ich schlaf doch schon lang. Oh, das brauchst du doch mir nicht zu erzählen. Du Mutti, wie ist denn das nun weitergegangen mit Manny? Nichts, gar nichts. Schlaf jetzt. Erst bringt man die ganze Geschichte in Schwung und wenn sie nun endlich spannend wird, muss man immer schlafen. Was hattest du denn damit zu tun? Na ja, ich höre ja schon auf zu pfeifen. Na, weißt du, da habe ich wirklich den Bock zum Gärtner gemacht. Ich schicke dich los, um Manny heim zu beordern und dann kommst du selbst nicht wieder. Wo ist Freddy? Das ist vielleicht eine Nummer, die der Manny da aufgerissen hat, das kann ich dir sagen. Ich habe ja schon viel erlebt, aber... Nicht so laut. Komm mal mit. Ich opfere mich dafür diese Gans. Ich meine, man kann sie ja nicht einfach sitzen lassen. Ich bleibe also da und spiele den Kavalier. Ich habe ja meine Zeit auch nicht gestohlen. Mein Armer, ist sie denn so hässlich? Weiß ich nicht, hab sie nicht so genau angesehen. Naja, also hässlich ist sie nicht. Im Gegenteil. Aber das ist nur äußerlich. Innerlich hat sie nichts, nicht so viel. Das ist eine, die geht einfach mit jedem los. Verstehe nicht, dass Freddy einen so minderen Geschmack hat. Ja, minder vulgär. Also mich könntest du jagen mit so einem Mädchen. Moment mal, wieso denn Freddy? Die sind doch ganz dick miteinander, sie und der Freddy. Ja, das hat sich herausgestellt, als er gekommen ist. Die Begrüßung hättest du sehen sollen. Das war ein Gejuchze. Fällt ihm um den Hals, wandt sich an ihn an. Und hat ein Getue direkt abstoßend. Was ist denn los? Sei bloß froh, dass du die los bist. Ich habe es Mama gerade erzählt. Weißt du, was die ist? Was denn? Hängt sich an den Hals von deinem Bruder, von Freddy. Sie braucht Geld. Schluss jetzt. Ich kann und ich will nichts mehr davon hören. Aber morgen wird reiner Tisch gemacht. Darauf könnt ihr euch verlassen. Trinken? Natürlich, was darf's denn sein?
Jetzt haben wir sie im Haus, ist doch die Höhe. Wie bitte? Ich habe gesagt, jetzt haben wir sie im Haus. Freddy hat sie eben eingeschleust. Das hast du jetzt davon, Mama. Ich sage immer, du lässt deinem Goldjungen viel zu viel Freiheit. Aber Thomas, der Freddy ist alt genug. Er muss wissen, was er macht. Na, hör mal. Gibt's was Neues? Freddy hat an seinem Auto Licht brennen lassen. Warum schläfst du eigentlich nicht? Sag mal, wollt ihr mich heute alle noch verrückt machen? Ich kann doch noch nicht so viel schlafen. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Übrigens, die bei Freddy, das war genau dieselbe, die ich für Manny organisiert habe. Du sag mal, woher weißt du das eigentlich? Das würde mich mal interessieren, hm? Ich habe sie doch ankommen sehen vom Fenster aus. Was ist denn jetzt schon wieder los? Morgen, Onkel Karl! Na du? Einen schönen guten Abend. Ich habe euch noch überall Licht und da dachte ich, Karl, Karl, du kommst mir wie gerufen. Du musst jetzt endlich ein Machtwort sprechen. Komm, ich muss dir etwas erzählen. Jetzt wird's spannend. Wieso eigentlich gerade ich? Wer ist ja schließlich dein Junge, liebe Hedi? Also, was ich da gehört habe, ich will das gar nicht wiederholen. Hab mir ja gleich denken können, dass irgendwas nicht in Ordnung ist an ihr. Ich krieg aber noch 50 Pfennig von dir. Für die nicht. Guten Abend, Onkel Karl. Na endlich. Hier ist ja heute alles außer Rand und Band. Also los, erzähl schon. Was hast du gehört? Also erst war es mucksmäuschen still. Paulchen, geh jetzt endlich schlafen, sonst kommst du morgen früh wieder nicht aus den Federn. Los, verschwinde. Immer wenn's interessant wird, wird man abgeschoben. Komm, komm, gar nicht interessant. Geh jetzt und ein bisschen Dalli. So, jetzt erzähl mal weiter. Ich bitte dich, Karl. Ja, ja, ich gehe ja schon. Bitte. Freddy! Guten Abend, Onkel Karl. Guten Abend. Hallo! Was machst du denn hier? Ah, Lilo! Wie geht's dir? Prima! Was? Du auch? Du kommst mir wie gerufen, Onkel Karl. Bitte ruf Papst an. Sag ihm, wo ich bin und beschwichtige ihn. Der dreht mir sonst den Kragen um. Moment mal, Lilo. Du hast dir heute furchtbar viel Staub aufgewirbelt. Lass das mal erst erklären. Das ist Lilo Harpich, die Tochter meines Clubkameraden. Was starrt ihr mich denn alle so an? Was ist denn das überhaupt für eine Familienversammlung? Bin ich ein Menschenfresser? Weißt du, Freddy, es ist nämlich so... Ich habe Lilo mal an Freddy vermittelt, als gelegentliches Fotomodell, zwecks Aufbesserung ihres Taschengelds. Vati hält nämlich 5 Mark in der Woche für reichlich. Und mein Blumendünger bringt 20. Bitte, Onkel Karl, ruf jetzt zu Hause an, aber gleich. Heute Abend war alles wie verhext und ich wusste ja nie, dass die drei alle zusammenhängen. Nicht drei, 4!